Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Teil der Werder-Autogrammkarten in der Saison 2022-2023. Wir sind beim zweiten Teil und heute beschäftigen wir uns mit den Torwerten. Wie kann das anders sein? Wir fangen mit unserer Nummer 1 natürlich an, Jerzy Pałęka. Position ist das Tor, sein Geburtsdatum ist der 14.04.1992, Nationalität ist Tschechien. Größe ist 1,96 cm, bei Werder seit dem 1.7.2017. Seine Laufbahn war bei TJ Skokol Hot, FC Hajduki, Banik Ostrov, SK Slavia Prag. Also entschuldigt, dass es das nicht irgendwie ausgesprochen werden kann, aber naja, ich habe es ein bisschen schwer mit dem polnischen Namen. Bundesligaspiele und Tore sind 135 Spiele zu 0 Toren. In der zweiten Bundesligaspiele hat er 23 gemacht und 0 Tore geschossen. Ich persönlich denke, dass das eigentlich ein starker Torwart ist und für die Saison auch noch einen guten Alter. Aber ich glaube, auf lange Sicht werden wir bald mal eine neue Nummer 1 kriegen. Und die möchte ich euch jetzt als nächstes vorstellen. Nämlich unsere Nummer 30, den Michael Cetera. Ich persönlich denke, das ist ein Torwart der Zukunft sein wird. Die Spiele, die er in der zweiten Bundesliga gemacht hat für uns, die waren eigentlich alle sehr gut. Damals gab es eigentlich, außer bei Sperlenka vorher die Nummer 1, war kein Grund, den Torwart wieder zu wechseln. Ich hätte ihn auch persönlich gelassen, weil das ein Torwart der Zukunft ist. Und ich fand das auch gut, dass er nicht wechselt, dass er bei uns bleibt und dass man ihn aufbauen wird. Ich hoffe, dass er noch in der ersten Bundesliga seine Chancen kriegt. Vielleicht sogar, dass man das vielleicht teilt, dass der Zetti uns dann die DFB-Pokale spielt. Das wäre, glaube ich, fair und ich glaube, das würde doch gut spielen. Also zu seinem Werdegang. Er ist natürlich in der Position Tor. Geburtsdatum ist der 12.07.1995. Nationalität ist Deutsch. Größe ist 1,87. Damit ist er ein bisschen kleiner wie Pałęka. Bei Werder Bremen seit dem 27.01.2015. Seine Laufbahn war DJK Daching, die SPVGG Unterhaching. SV Werder Bremen natürlich und dann war er noch ausgeliehen bei SK Austria Klagenfurt und PEC Zolle. Bundesligaspiele hat er leider 0 gemacht und Tore natürlich auch 0. In der zweiten Bundesligaspiele hat er 11 gemacht und 0 Tore. Der dritte Torwart ist aus meiner Sicht der Mio Backhaus, Nummer 37, Position Tor. Sein Geburtsdatum ist ein 16.04.2004. Nationalität ist Deutsch. Größe ist 1,94, ist gar nicht mal schlecht. Bei Werder Bremen seit den 1.07.18. Seine Laufbahn war bei Kawasaki Frontale und Armenia Aachen. Bundesligaspiele 0, keine Tore und in der zweiten Bundesliga auch keine Spiele gemacht und keine Tore geschossen. Ist dennoch ein junges Talent, was wir uns heranziehen, wird wahrscheinlich eher in der zweiten Mannschaft zum Tragen kommen. Aber ist, glaube ich, für die Zukunft ein Spieler, den wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Die Nummer 40, Luis Lord. Position ist Tor. Geburtsdatum ist der 22.10.2003, also noch relativ jung. Nationalität ist Deutsch. Größe ist 1,90 m. Bei Werder seit dem 1.7.2015. Laufbahn war FC Kessel-Lersen. Das ist bei mir hier sogar in der Nähe. TV Stur, das ist auch bei mir in der Nähe. Bundesligaspiele natürlich 0 und Tore natürlich auch 0. Für die zweite Bundesliga auch keine Spiele gemacht, keine Tore geschossen. Auch ein junges Talent, was wir uns da halten. Wird wahrscheinlich auch in der zweiten bzw. noch in der Jugend spielen dürfen. Unsere Nummer 38, Eduardo dos Santos Hässler. Nenne ich nicht ohne Grund zuletzt, weil ich einfach davon ausgehe, dass er nochmal verliehen wird oder verkauft wird. Seine Position ist Tor, Geburtsdatum ist der 10.02.1999, Nationalität ist deutsch-brasilianisch. Das ist natürlich eine gute Kombi.
Akademie ist, fürs Ausland. Größe ist 1,96 m, bei Werder seit dem 1.7.2020. Laufbahn war DSV Königswinter, FC Hennef, Borussia Mönchengladbach, Rot-Weiß Essen, 1. FC Mönchengladbach, MS Duisburg und FC Nordjylland. Bundesligaspiele 0, keine Tore, zweite Bundesliga 0 Spiele gemacht, 0 Tore. Wie gesagt, ein Spieler, der muss sich mal zeigen auf anderen Plätzen, den werden wir verleihen oder verkaufen. Ich gehe nicht davon aus, Stand jetzt, dass der noch bleibt. Und für seine Zukunft denke ich auch, dass er einen Verein braucht. Und wenn das zweite, dritte Liga oder irgendwo hingeht, oder wie gesagt ins Ausland, der Junge muss einfach spielen. Ja, das waren von den Autogrammkarten, den Werder-Profis, jetzt alle Torwerte. Seht ihr das genauso? Würdet ihr eine andere Reihenfolge machen oder euch wünschen? Seht ihr auch Zetti als langfristiger Stammtorhüter? Oder habt ihr ganz andere Torhüter in der Zukunft im Sinn? Schreibt es doch mal einfach runter in den Kommentaren. Dann machen wir bei den Teil 3 weiter mit der Abwehr.